Ein Doppeljubiläum. Vor 25 Jahren wurden der Sozialverband Deutschland und der Kreisverband Schwerin gegründet. Den Jahrestag haben die Mitglieder im Medienhaus Nord am Mittwoch gefeiert. Zum Anlass erschien auch die Bundessozialministerin Manuela Schwesig mit Geburtstagsgrüßen und Zukunftsaussichten. Der Sozialverband kümmert sich vorwiegend um die Belange von älteren Menschen. In dieser Mission braucht er unbedingt tatkräftige Unterstützung. Als Bundesministerin arbeite ich mit dem Sozialverband Deutschland zusammen. Wir hatten auch gerade ein gutes Gespräch über gemeinsame Projekte, Gerechtigkeitsthemen, zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Männern und Frauen. Und natürlich bin ich sozusagen jetzt bundesweit für den Sozialverband zuständig, das Land hier für den Landesverband und die Stadt dann auch für den Kreisverband. Zu den Schwerpunkten des Kreisverbandes Schwerin gehört vor allem Rechts- und Sozialberatung. Eine enge Zusammenarbeit mit der Politik sichert dessen langjährige Stabilität und Erfolg.